Ey, Nasti, du Arsch. Wollen wir mal wieder Paul spielen? Hallo. Na klar. Gut. Willkommen zu Mortal 2. Hallo. Ist ja eigentlich gar nicht so lustig. So, wir spielen. Doch, ich finde schon. Ja, ich dachte, du machst da eine kleine Hommage, ne, an die letzte Folge. Ja. Ja, was anderes ist mir zur The Peabody and Atlas Parable nicht eingefallen. Ist ja nicht so, dass ich da irgendwie ein anderes ähnlich klingendes Spiel schon mal als Let's Play gemacht hätte. Oder so. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, aber trotzdem, ich freue mich sehr drauf, weil das Spiel ist ja geil. Ich habe es zwar selbst noch nicht gespielt, aber es ist geil. Du glaubst, du fühlst es schon. Genau, weil alle so geschwärmt haben vor diesem Spiel, gehe ich stark davon aus. Und deswegen denke ich, dass diese Map... Auf dem Vorschaubild, das man jetzt leider hier nicht sieht, sieht man auch, dass es nicht mit dem Standard-Editor gemacht wurde. Vielleicht ist es ein interaktives Vorschaubild, das halt nur das Portal 2-Logo und einen drehenden Kreis hat. Das kann natürlich auch sein. Das wäre herausragend. Ja. Also dann dafür ein Respekt an, der heißt übrigens German Zocker Basti. Mhm. Ein Namensvetter. Oh. Das ist schön. Nein, ich das ist nicht mich. Schön. Ja, nee, aber freuen kannst du dich trotzdem. Okay. Kann ja auch über was anderes sein, ist mir egal. Das ist nett. Ich freue mich einfach mal. Über das Wetter heute. Das Wetter ist schön. Nee, heute. Hier ist so grau. Ja, hier auch. Ah, nee, eigentlich scheint die Sonne. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, die Palmen wedeln im Wind. Ach, bist du doch umgezogen. Leicht Lüftchen, ja. In mein Sandschloss auf den Bahamas. Ich finde das gut. Ja. Ich würde sagen... Stichwort Sandschluss, ne? Genau. Es ist auf jeden Fall das Stichwort. Das ist ja allgemein bekannt für, wir starten jetzt die Portal-Map. Ich könnte jetzt wieder Geschichten erzählen, aber ich mach's nicht. Vielleicht später, wenn ich dran denke. Nee, genau, richtig. So, mach's mal später. Bis später. Ich erinnere dich an Sandschlösser und so. Kleiner und dann, Teaser an das Ende der Folge, was wahrscheinlich ab der Hälfte ungefähr anfangen wird. Ja. Wir spielen mal. Ich habe ein faszinierendes neues Testelement gefunden. Es wurde noch nie bei menschlichen Testsubjekten benutzt, da der Kontakt mit ihm anscheinend zu Herzversagen führt. Steinversagen wird allerdings nicht erwähnt. Also solltest du keine Probleme haben. Weil wir so massiv sind. Richtig. Wisst ihr, was der Rahmschnitzel mir gerade gesagt hat? Er glaubt, sein Tee ist fertig. Wollen wir dem Mann mal kurz ein paar Minütchen geben, dass er seinen Tee holen kann? Nee, das war, weil du rumgefiebt hast, wie so eine alte Teekanne auf dem Herd. Ach so. Hast nicht verstanden, ne? Nee, der kam nicht an bei mir. Guck mal hier, ein Radio. Ja. 85,2 FM. Stimmt das? Steht da drauf. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht sehen. Es fällt immer wieder aufs Gesicht, ne? Das ist schon blöd. So wie ich morgens. 85,2 FM, das stimmt. Hallo. Willst du mein FM sein? So, ich drücke. Oh. Willst du ein Schlückchen Kaffee trinken? Kaffee? Kaffee. Kaffee, gib mal her einen Kaffee. Becher Kaffee. Oh, hier ist offen. Ich finde es ja gut, dass man die Dinger sogar bewegen kann, ey. Ich bin mal gespannt, ob tatsächlich der Spirit von Stanley Parable hier eingefangen wurde, weil das Spiel ist ja eigentlich sehr unberechenbar. Wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, wo es denn lang geht. Wir können da sogar sterben. Du musst übrigens alles machen, weil ich darf den Kaffee nicht fallen lassen. Ach, das stimmt. Okay. Es gibt, Ne, ist auch schon wieder eine Geschichte, die ich erzählen könnte. Also das wissen die meisten ja wahrscheinlich auch. Bei Portal 2, Half-Life 2, Episode 2, gibt es einen Gartenzwerg, den man durchs ganze Spiel tragen kann. Dann kriegt man eine Belohnung am Anfang, am Ende. Am Anfang kriegt man eine Belohnung? Nee, am Ende. Muss er nochmal zurücklaufen? Ich werde schon mal die Tasse hochwerfen. Nein! Wie nein? Nein! Hast du Tassi verloren? Ich hab Tassi. Doch, sie ist oben. So, mach ich nochmal offiziell. So, hier, bitteschön. Oh nein, ich hab Tassi verloren. No! Tassi! Es war schön. Ja. Es war schön, die Zeit mit Tassi. Tassi. Wollen wir zusammen Tassi gehen? Nö. Guck mal, hier ist ein Ausgang. Ah, da fehlt ein Pfeil nach unten. Batz. Flump. Soll ich mal? Ja. Yep. Und jetzt ist die Karte zu Ende. Achso.
Ich gehe rechts. Ich nicht. Jetzt gehst du nämlich immer rechts. Mach ich das? Ich glaube ja. Also mir kam das gerade so vor, als ob ich falsch wäre. Mhm. Gehen Sie mal vor. Ich muss noch was. Oh, was ist hier denn los? Aha. Ah, hier ist sowieso nichts. Oh. Oh. Deine strahlenden Augen. Ach, jetzt der Laser. Hallo, hast du mich angeschossen? Nee. Au. Jetzt haben wir das weiße Gepump hier. Hä? Ja, der bleibt doch mal noch darauf stehen. Bleibt doch stehen. Ich hab doch aber so viel Spaß hier dran. Ja, ich glaube, es geht los. Geht tatsächlich gleich los. Warum kann ich da kein Portal drauf machen? Blop. Blop. Ach, das ist nur schräg. Das ist weg gerade. Gerade? Ah, ja. Bisschen das höher. Das ist nicht gerade. Bisschen höher. Bisschen ich komme noch, nicht höher. Bisschen noch links. Warten Sie Soll mal ich noch mal hier eben rüber? So. So. Warum kann ich da auch nichts dran machen? Ich glaube, weil sie schräg gestellt ist, oder? Nee. Ich glaube, es liegt nicht daran. Das geht. Ja, doch, die Portalkanone funktioniert. Ah, das ist ein Spiegel. Das ist eine Spiegelfläche. Ein Spiegel. Keine Sportal. 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 Muss da rein? Ja. So. Oh. Guck mal, ein Würfel. Au, au, au. Ah. Oh, das war ungünstig. Warte, wie viele Würfel denn noch? Der unterbricht den jedes Mal. Du musst ihn vorher wegfangen. Ja, so. Der Würfel unter... Ja, oder so. Gehen Sie da mal durch. Ich gehe mal hier durch. Ja. I'm through. Through? Ach ja, ich kann ja selber hier auch through gehen. It's a through-man show. Through-robot-show. Es wird nicht besser hier. Nee. Es wird echt nicht besser. Guck mal, da oben kann man bestimmt fliegen und fallen. Ja. Vielleicht sogar flallen. Du hast recht, es wird nicht besser. Ja. So. Boing. Boing. Hallo, kann ich das mal treffen? Ah, du bist auch da. Was machst du da? Boing. Hä? Was ist denn da oben eigentlich? Ich weiß es nicht. Da ist ein Würfel. Ist da oben irgendwas? Nee, da wo du dran stößt. Ja, ich sitze da. Das ist so eine dunkle Fläche, aber das ist nichts. Was ist das denn komisches? Das ist eigentlich so eine blaue Fläche. Aua. Das, was ich oben ranstoße, da musste was. Aua. Wer soll denn das sein? Da oben. Da oben. Ich glaube, da wird was umgedreht. Wir müssen erstmal da hoch. Entschuldige, ich muss gerade kurz gehen. Ja, ist okay. Da oben ist irgendwas. Muss man da hoch? Wie kommen wir denn da hoch? Warte, hier. Ach ja, ist ja ganz einfach. Ist doch ganz simpel. Ja, ist es auch. Mach das mal. Warte, nee, hier. Ich schmeiß mal selber. Das geht ja gar nicht. Warte. Warum bin ich denn jetzt hier? Also. Es ist nämlich kein blaues G, das ist eine Sprunggeschichte. Wie bist du jetzt so hochgekommen? Da runter. Ja, ich mach das anders. Au. Immerhin schwungvoll. So, wir brauchen einen Würfel. Würfel brauchen wir hier. Ja, das siehst du ganz richtig. Den kriegen wir da oben Kleiner raus. Lass die Schau bitte an die Und Wand. Und dieses sich, Ding, die sich hier muss ein Laser rein. Hier muss ein Laser rein, genau. Das ist hier unten okay. Hatten wir doch irgendwo einen Laser. Ja, da ist ein Laser. Kleinen Moment Laser mal hier. Ich hole mal eben den Laser her. Mach das. Es spiegelt aber nicht. Das ist kein Au. Es spiegelt aber nicht. Das ist jetzt ja mal überraschend. Das spiegelt aber nicht. Wir können brauchen ja jetzt den... Ah, hier, guck mal, da hinten. Was ist denn da los? Ist das hier Laser? Mach mal den Laser da runter. Ich hab gedacht, das wäre blaue Pampe, nee, die da rauskommt. Nee, mach mal den Laser. Ja, ich dachte auch. Den Laser da runter? Ja. Guck mal an. Die ist ja lila. Ja, guck mal. Ist die bei dir auch lila? Lila? Wenn die Spritzer sind lila. Das stimmt. Der Rest ist so überstrahlt weiß. Ja. Trotzdem schön. Oh. Blob. Sieht ja richtig toll aus. Ich kann mich da den ganzen Tag dran erfreuen. An sowas. Und das mache ich auch. So. Oh. Ja, wie müssen wir das noch beschleunigen? Wir brauchen, glaube ich,
Ne, geht das überhaupt? Das geht ja eigentlich gar nicht. Wie soll man das denn beschleunigen sollen? Ah, aber wenn man vollgespritzt wird, dann ist man nur orange. Das ist ein Farbspiel hier, das ist einfach... Ich glaube, dass der Farbersteller hatte eine sehr zwiegespaltene Persönlichkeit. Ja. An dieser Stelle. War sich einfach nicht einig. Nee. Kann man den Blob vielleicht da hochschleudern? Was? Tatsache! Das war nur eine nicht ernst gemeinte Idee, aber es ist auch gut. Gut, so, dann haben wir das auch. So? Nee. Bisschen nach rechts. Jo. Hä? Ach so. Jetzt muss da nach unten noch das andere Ding anscheinend an. Der Würfel. Der Würfel ist da. Soll ich den Würfel mal hochholen? Ach, ist der Würfel jetzt da runtergefallen? Ah, okay. Da ist der Würfel runtergefallen. Ja, ich verstehe. Ich würde sagen, ich werfe den Würfel. Ja. Tun Sie es. Kannst du eventuell. Hast du ein Portal frei? Du meinst eventuell. Oder nee, wir machen das anders. Kannst du gleich mal. Ich sag an. Da kommst du ran, ne? Da komm ich ran, ja. Da eventuell gleich mal. Wenn der Würfel hindurchgefallen ist. Ja. Dort ihr dunkelblaues Portal hinsetzen. Das kann ich machen, ja. Ich zähle runter. Das brauchst du nicht. Also ich zähle sie nicht. Ich zähle runter in 3, 2, 1, 10, 9. Oh, jetzt habe ich. Das war schief. Du hättest eh gerade getrunken. Nein, ich habe nur umgerührt. Jetzt trinke ich. Hast du gepustet da oder was war das? Ich hab getrunken. Ach so, dieses. Ja, aber es war nicht so überzeugend, wie ich wollte. Sturm in der Teetasse. Für sowas müsste man eigentlich immer so eine leere. Pau. Huch, sorry. Kein Problem. Müsste man immer einen Strohhalm dabei haben und so einen Pappbehälter. Okay, mach es geht mal, los in. Ja, es geht los. Runterzählen. Oh. Aber knappestens. Das war richtig knapp. Richtig. Was haben wir da jetzt eigentlich? Nix. Ist das ein Fahrstuhl? Hier ist nichts passiert. Ich. Das war im Blau. Packe meinen Würfel und nehme mit. Oh! Jetzt können wir da hoch. Hey, yay! Achso. Jetzt, Brauchen wir das nochmal da? Ja. Weißt du, ist eine Fläche. Ja. Strick. Wie Strill. Pion. Oh. Oui. Oh. Prr. Ah. Ey, Rami. Oh. Ich mag die Map. Ich auch. Was gibt's da zu lachen? Ach, nix. Kann man eigentlich britschen? Ja, kann man. Britsch, ja, Licht geht natürlich durch Licht. Ist so, also ja, aber wir gehen nicht durch Licht. Das ist ja das Komische. Stimmt. Ich drücke mal. So. Oh, du bist auf der falschen Seite leider. So. Sorry. Danke. Jo, bitte. No props. So, jetzt haben wir no props, ey. Für dich gibt's keine Props heute. Nee, Props hieß bei mir gerade Probleme, aber... Ich weiß. Ja. Ich bin halt nicht so hip. Hopp. Aha. Sehr interessant. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Meint ihr jetzt uns? Ich glaube, sie meint die Prismaten, die da oben rauskommen. Ach so. Möge er uns unterhalten. Ich werde mal da hoch. Mhm. Nöp. Wo hoch? Nöp. So. Hast du gerade... Wolltest du gerade albern sein? Nee. Ganz und gar nicht. Das okay. War unbeabsichtigt albern. Möp. Okay, Ja. Kann man
Haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, schnell... Wir können auch mal versuchen, die Laser hier unten durchzulenken, oder? Oder brauchen wir da noch mehr Prismen für? Ne, da oben brauchen wir das ja, nochmal. Ich glaube, das Prisma müssen wir erstmal runterholen. Das stimmt aber natürlich. Aber ich kann jetzt hier, guck mal. Ja. Ich kann ja theoretisch... Ja. Wenn du... Du sei... Das Ding jetzt... Ich soll dich... ...ausmachst. Dann geht ja da die... Da ist ja da eine Fläche. Dann kann man ja eventuell... Verstehst du? Mit Schawung. Au. Das ist aber ungünstig gewesen jetzt. Hat es gereicht? Nee. Nee, ich bin gestorben. Was ist denn passiert? Ich habe keins mitbekommen. Wieso stehe ich denn hier? Achso, ich bin... Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich wieder zu dir komme. Aha, hier ist ein langer Gang. Ich glaube, da hat sich was hingesetzt. Und wenn nicht, dann setze ich hier gleich was hin. Ah, ich kann mal rausschweben. Aha. Ach, das ist da, wo wir vorhin, wo du gesagt hast, hier geh du mal zuerst und so. Nö. Schön, das ist ja mal gut gelöst. Das stimmt, aber es ist immer noch ein kleines Stück, was hier fehlt. Das ja, gut, geht, das dabei ist ja, ne? Oh, geht. Hallo. Hallo. Wie machen was wir jetzt? Was hast du eigentlich gemacht hier? Achso, ist ja klar, natürlich. Du kannst ja gar nicht mich da... Du musst ja... Da gehen ja dann die... Nee, das habe ich ja gerade gemacht. Kannst du dich irgendwie so weit weg hinstellen, dass es dann doch passt? Was, da oben ist noch ein Knöppis, ne? Na, aber warte mal. Hier hinten erreichen dich doch die Touris nicht. Nö, Touris. Ich kann natürlich auch schon hier aus das machen, aber da treffe ich kaum. Doch. Ich setze es hier direkt ich vorne meine, an die Kante. Ich meine, wir können auch... Nee, warte mal, hier. Wieso ich... Was? Zack. Oh. Und jetzt? Das ist... Sorry. das war senkrechter als erwartet. Quasi. Mann. Ja. Mann. Ja. Mann. Ja. War echt Ding? Also ich hatte, ist egal. Ich hab's falsch gemacht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Was passiert eigentlich, wenn man in den Peter hier unten geht? Gar nichts, weil da nichts ist. Oh! Aber. Hier kann man auch bestimmt benutzen. Aber Kadaber. Au. Hab ich dich getroffen? Nee, aber der Laser. Oh. Schwengel. Hallo! Du und dein Schwengel. Entschuldige bitte. Ist das eine neue Doku-Soap im Fernsehen? Ja. Wir können auch... warte mal, wir müssen uns den Turrets hier entledigen. Geht das? Ich glaube, wir kriegen einen Laser hier nicht runter. Verdammt. Willst du mal fallen und... Nee, geht ja nicht. Doch. Das geht doch. Dann musst du dir nur selbst dein Portal setzen. Nee, das geht nicht. Dann bin ich Nee, es geht nicht. Dann möchtest du mal fallen. Ich bleib hier hinten stehen und setze Ich falle mal. Ja. Okay. Ich, warte mal, wo? Aber treffe ich denn von hier aus? Setz mal... Naja, nee. Ja, doch, du triffst. Nee, setz du mal selber deine. Ja. So. Ich kann mich auf das Prisma stellen, dann habe ich einen höheren Outlook-Point. Ich bin irgendwo gegengeklatscht. Ja, vorher, aber nee. Ich glaube, du bist einfach nur gegen die Wand gedonnert. Es hat sich so angefühlt, als wäre ich auch schon vorher irgendwo gegen geknallt. Ja, das war aber nicht in der Aufnahme jetzt hier. Ach so. Was ist da unten? Da kommen wir her. Okay. Was haben wir denn noch? Das Umgelenk bringt uns da oben ein neues Prisma. Okay. Komm ich denn... Stell dich da nochmal drauf. Wo drauf? Wo du gerade warst. Ja. Komm ich da rüber gehüpft? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nein. Warte mal. Mach nochmal, bitte. Ja? Sorry, aber ich glaube, ich komme von oben. Ach, das mache ich doch gerne. So eine Scheiße, immer muss ich den Dreck machen. Was machst du? Ich sehe. Nein! Wie, so wo willst du denn hin? Da. Ach, da. Da. Aha. Das könnte aber fast klappen. Ich versuch's. Ja. Aber es klappt erst dann aus, wenn ich hier draufstehe, ne? Ja, genau, das ist das letzte Problem. Ansonsten, ich versuch's jetzt noch einmal. Ich sehe gar nichts.
habe die nur fallen sehen. Ja, ich versuche jetzt noch einmal, dann bist du dran. Mhm. Meinst du, ich schaffe das? Weiß ich nicht. So, bitteschön. Weil ich hier der Skiller von uns beiden bin. Weil du mehr Glück hast. Ah, du bist auch oben gegen eine Kante geknallt. Mm-hmm. Voll mit der Stirn. Hopp. Ansonsten gibt's da oben... Nee, wobei, nee, Portal sitzt nicht schlecht. Wow, denke meine Stirn. Nee. Oh. Huch. Was mich da hin? Nein. Entschuldigung. Das war ein Reflex. Ich war vor allem fast ganz hinten und trotzdem haben die mich getroffen. Ach, so soll man da hinkommen. Oh, okay. Ich verstehe. Wie soll man da hoch? Wie soll man da hinkommen? Ja, alles okay. Kann man denken, das ist zu weit. Das stimmt. Wir können uns doch aber da jetzt beschleunigen. Dafür. Beschleunigen. Wie dafür beschleunigen? Oder? Ja, das ist ja keine Schräge, wo man da ran kann. Oder was hast du vor? Ich weiß es auch nicht. Das ist zu weit. Oh, ich stehe gleich an der Kante. Au. Was ist mit deiner Tante? Das ist, die ist nein, nicht. Die sind ja... Entschuldigung. Die den ganzen Weg gelaufen. Alles umsonst. Ich blockiere die nochmal. Hier brennen noch Reste von dir, jetzt nicht mehr, aber es brennt trotzdem. Es hatte gerade was sehr Weihnachtliches. Sehr nachweihnachtlich. Warum haben meinst wir hier du, so ein Peter? Meinst du, man sich auch mal gegenseitig? Ja. Nee, ich meine, das ist brennende. Brennende Roboterteile unter dem Weihnachtsbaum. Vom Weihnachtsroboter, der zerstört worden ist. Was bringt uns der... Kann man nicht... Warte mal, man kann doch bestimmt selber in den Peter rein hier, oder? Man kann doch... Kann man da hoch? Nein! Was machst du denn? Nix. Ich höre nur ein Nein. Wie kann man denn den Laser da unten reinbringen? Hier unten? Oder sollte der gar nicht rein? Ne, da geht er raus, oder was geht da? Geht er da raus? Der geht er raus. Wo geht er raus? Der geht er raus. Da geht er raus. Achso, da. Der geht er raus und dann geht er hier durch. Und dann geht er. Was hier, Peter? Peter, nutze den Peter. Lieber Knasti. Da unten ein Portälchen hin. Und dann vielleicht. Boah. Noch irgendwo anders. Vielleicht, also ich hatte ja die Überlegung kurz dahin, aber das wäre ja auch Quatsch, weil von da oben kannst du nicht da reinspringen, oder? Ich meine, du darfst es gerne probieren. Das war ungünstig. Nein. So, wie oft willst du eigentlich noch sterben? Ich glaube, von da oben komme ich aber darüber, wenn das Ding da ausgefahren ist. Das kann natürlich... Kann das sein? Also für mich sah das recht nah aus. Ja. So. Ui, das war knapp. Das könnte vielleicht gehen, ja? Müssen wir halt gut sein. Vor allem, ich muss dann gleich die Dinger ein bisschen höher stellen. Den Schutzwall. Le Wall de Schütz. Ja. Er trifft mich. Au, er trifft mich doch. Der Chalunke. Schwingel. Ach, da bist du. Hi. Wie kamst du aus dem Boden geschossen?